So. Safe, das ist nicht unser Wagen und wir kriegen gleich auch wieder auf den Sack. Was zum Teufel? Machst du da? Steig da sofort aus unserem Wagen aus. Ah, Herrgott, warum seid ihr alle so gestresst? Bleibt mal locker. Hier, ich will mein Schwert. Geh mir nicht auf den Keks, Kollege. Ah. Sehen wir auf der Map, wo hier irgendwas ist? Nein, sehen wir nicht. Also irgendein Zettel ist, den wir abreißen können. Ich will jetzt nicht so weit weg. Weißt du was? Pech gehabt. Da ist Pech! Oh nein. Bring die Truhe zurück zum Geldverleiher. Ja. Machen wir. Wir haben zwei Pferdestärken. Ha! So, dann wollen wir zum Geldverleiher mal schnell. Na komm, vorher gehen wir mal hier rein. Machen eine Sache schon mal weg. Ein Sternchen. Einen Ritterkopf, eher gesagt. So. Ein Ritterkopf ist schon mal weg. Haben wir noch irgendwo was auf die Schnelle, wo wir... Ja, kommen wir mit seinem Pferd da an. Komm, wir bringen das jetzt einfach weg und hoffen aufs Beste. Du hast sie gefunden. Großartig. Du hast vielleicht gerade mein Leben gerettet. Und mein Leben ist genau 400 Goldmünzen wert. Alter Knauser. Multilevel Grobheit. Errungenschaft freigeschaltet. Können wir das jetzt kaufen hier? Was? Zocker und Söhne, ehrliche Kredite, drücke X, um diesen Speicherpunkt zu kaufen. Ach, den Speicherpunkt, okay. Passives Einkommen, 300 pro Stunde. Nehmen wir mit. Wir haben ein Haus gekauft. Ey, das ist... Ah, das ist so geil. Wir können speichern. Rittersaison, wir machen mal einen leeren Slot, komm. Falls wieder mal ein Problem ist. So. Und weiter geht es. Da ist schon der nächste, die nächste Nebenquest. Ah, das finde ich ja nice. Dass wir jetzt einfach mal so ein Häuschen da kaufen können, was uns Geld gibt, ne? Das ist geil. So, hier ist der Priester, glaube ich. Wein und Blut. Sohn, bist du bereit, Gottes Werk zu tun? Solange er in Gold und nicht im Himmel zurückzahlt. Siehst du, Gott möchte das Wasser in diesen Fässern in Wein verwandeln. Es gibt einen Ort, an dem solche Wunder geschehen können. Okay. Treffen wir auf Jesus. Wo müssen wir hin? Damit. Ja, ich hab so eine ganz doofe Vorahnung. So. Oh, sorry. Ja, bleibt doch mal alle stehen hier und bleibt mal ein bisschen cremig, Freunde. Bleibt mal ein bisschen geschmeidig. So, da ist nicht der Ausgang. Der Ausgang der Stadt ist weiter rechts. Natürlich. Da ist er. So. Ja, kein Überfahren, das wäre jetzt doof. Wenn wir für den Priester die Sachen hier machen, ist schlecht, Leute zu überfahren. Das sieht Gott nicht so gerne, Leute. Das sieht Gott nicht so gerne, glaube ich. So. Hey, das hier ist Sperrgebiet. Ah, wir müssen sie also besiegen. So. Ja. Kommen wir ab. Steig aus dem Wagen, Punk! Ne, steig ich nicht, Kollege. So, fahre zurück zurück mit dem Wagen. Gut, wir wissen ja ungefähr, wo es ist. Ach, jetzt verstehe ich erstmal dieses Krankensymbol drauf. Ist es ein Krankenwagen? Ja, ihr dürft mich jetzt gerne blöd nennen, aber ich habe das bis jetzt nicht gecheckt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre so ein Wagen, der uns, wenn wir kaputt machen, irgendwie Gesundheit gibt oder so, aber es ist einfach ein Krankenwagen. Gut. Ja, ja, gut. So, hier sind wir auch schon, ne? Ja. Nice.
Großartig. Wo? Moment, das ist kein Wein, das sind Säcke voller Kartoffeln. Du hast den falschen Wagen genommen. Ha, aber der Herr ist barmherzig und gnädig. Und ich auch. Komm zurück und hol mir den richtigen Wagen. Es ist der mit den roten Fässern. Der mit den roten Fässern ist aber... Okay. Werden wir den Wagen mit den roten Fässern holen? Ey, da ist der... Der verfolgt uns bis in die Stadt rein. Ja, natürlich. Wie geil ist er denn drauf, ey. Aber das Gute ist, er ist jetzt einfach weg von den... Von dem Wagen mit den roten Fässern. Und das heißt, wir können ihn jetzt einfach nehmen. Ja, er fliegt erstmal schön grob aufs Maul. So, dann also den Wagen. Da sind aber auch keine roten Fässer drauf, Kollege. Da sind aber auch keine roten Fässer drauf. Weißt du was? Na, willst du immer noch? Gut. Ach, komm, scheiß drauf. Er ist jetzt maximal runtergehittet. Sollte der uns jetzt noch nachkommen und Stress machen wollen, kriegt er einfach einen auf die Glocke und kippt um. Das klingt nach einem vernünftigen Plan. Oh. Unsere Pferde können nicht mehr. Dann wollen wir natürlich auch nicht ausreizen, ne? Wir wollen sie ja nicht kaputt machen. Also kaputt machen im Sinne von, die sich kaputt reiten lassen. Du seist gesegnet, mein Sohn. Möge die Gnade des Herrn... Hör auf für den Mist, gib mir einfach das Geld. Geduld, mein verlorener Sohn. Wir müssen die Waren zuerst zu meinem Wohnort liefern. Ah ja. Ah ja, okay. Die Leute in dieser verdammten Stadt. Siehst du diese Scheiße, mein Sohn? Okay, sie haben keine Ahnung, wie sie auf einer zivilisierten Straße gehen sollen. Sie sind wie Schafe ohne Hirten. Deshalb hasse ich es, hier herumzufahren. Eine Sekunde unaufmerksam und plötzlich bin ich zur Hölle verurteilt, weil ich einen blinden Idioten getötet habe. Das ist ein netter Priester auf jeden Fall. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Du bezahlst mich dafür, dass ich dir Wein stehle oder für dummes Geschwätz. Für in Ordnung. Ich glaube, da liegt eine Leiche, ja. Es ist ein Totenwagen. So, dann wollen wir den Wagen mal nach unten bringen. Wir nehmen einfach eine Abkürzung. Ja, vielleicht nicht ganz in den Felsen rein. So. Da können wir nicht durch, glaube ich. Das sind ja hier diese festen Mauern, aber hier. Und rein in das Priesterheim. Da liegt auch ein Schild drin. Oh. Oh, und ein Hufeisen. Schicke Hütte für einen demütigen Diener Gottes. All das aus milden Gaben? Nicht dein Problem. Wer bist du, die spanische Inquisition? Aha! Niemand erwartet die spanische Inquisition. Ich schon. Ihr habt mir vor einem Monat einen Brief geschrieben. Du kannst uns mal. Achte auf deine Worte. Du kennst weder den Tag noch die Stunde, zu der wir wiederkommen. Okay. Frag lieber nicht. Hier sind deine 30 Silberlinge. Was? Also 30 Poliergold. Okay. Ist aber auch nicht viel. Könntest mal ruhig ein bisschen milder sein, ne, mit deinen Gaben. Ein bisschen gnädiger. So, ein bisschen... Das kann auch nicht schaden. Poliergold nehmen wir auch gerne mit. Hat er hier noch irgendwie Pferde rumstehen? Die wir stehlen können. Anscheinend nicht. Ah, das ist traurig. Das ist traurig, weil jetzt müssen wir gucken, dass wir ein Pferd kriegen. Da gucke ich jetzt mal wirklich, dass wir mal eins klauen. Dann sehen wir es auch mal, wie das geht. Oder wie es aussieht. Ich meine, wie das geht, ist wahrscheinlich einfach nur Y drücken. Wo müssen wir denn jetzt als nächstes hin? Oder beziehungsweise, wo ist es denn am günstigsten? Hier links rum. Letzter Parkplatz, okay. Aber hier links rum müssen wir und dann... Ist das nicht der Priester? Das ist der, ne? Okay, er läuft hier einfach random rum, finde ich ganz lustig. Ah, hier. So. Grand Theft Horse. Kriegshuf. Oh, das ist also anscheinend ein
Pferd, mit dem man gut kämpfen kann. Würde ich jetzt mal so pauschal drauf tippen. Ich weiß es natürlich nicht. Komm, reiten wir mal querfeld ein, doch nach da oben. So, hier kommt ja gleich der See. Da waren wir ja schon. Da fischen sie ja alle rum. Und dann haben wir da oben... Ja, die Nebenquest. So. Hallöchen, mein Freund. Was brauchst du denn? Auf der Suche nach dem Heiligen Gral. Ah ja. Okay. Klingt zumindest spannend. Mit der richtigen Ermutigung könnte ich dir einen exklusiven Tipp geben. Ich könnte dir einen exklusiven Hit geben. Voll in den Magen. Tja. Ich sage dir das kostenlos. Wie wäre das? Mit freundlicher Genehmigung von Bob Gossip, Mitarbeiter von Gossip und Sons. Ich bin ganz Ohr. Eine Gruppe von Rittern ritt durch die Stadt, alle heldenhaft und tapfer. Sie sprachen über einen heiligen Gral, der irgendwo im Wald versteckt war. Es klang wie ein Schatz, wenn du mich fragst. Durchsuche die Wildnis nach den Rittern des heiligen Grals. Okay. So, und Abmarsch. Nicht durch das Wasser, bitte. Ich glaube, Pferde können nicht so gut schwimmen. Ich weiß es aber auch nicht. Ich bin kein Pferdeexperte. Ich glaube, sie können schwimmen, aber ich glaube, sie können nicht so gut schwimmen. So, hier ist schon mal ein kleiner Wald. Ein Mini-Wald. Hm, kein Gral hier. Ja, gut. Habe ich mir irgendwie gedacht, dass er nicht bei dem erstbesten Wald ist. Oh, da unten müssen wir auch noch zu einem Ort, den wir noch nicht gefunden haben. Oder einen Kartenabschnitt, der noch nicht aufgedeckt ist. Nice. Dann decken wir auch noch mehr Kartenabschnitte auf. Aber hier müssen wir erstmal ganz nach unten. Hey, hier ist ein Gefangenentransport. Auch lustig. Oh. Ah, kannst Gegenstände nicht, wenn du reitest, aufheben. Das müssen wir unbedingt, leveln. Weil ich finde, das ist wirklich wichtig, dass man aus dem Pferd raus die Gegenstände sammeln kann. Und der heilige Gral wird eh beim letzten sein. Hey, hast du einen heiligen Gral gesehen? Du suchst ihn auch, oder? Wir brauchen keine Konkurrenz. Alter, ich hab einen Kriegshuf. Junge. Na, Kollege? Oh, wir haben keine... Ja, lad mal nach. Ach, das ist... Ah, okay, das ist eine stärkere Armbrust. Wir warten jetzt, bis der nette Wächter vorbeigefahren ist. Wir haben blutige Fußabdrücke, das finde ich auch ziemlich gut. So. Gut. Das waren jetzt aber nicht so wirklich die Ritter, oder? Von denen er gesprochen hat. Ich hoffe nicht. Weil das waren ja einfach nur armselige Trottel. Oh, was haben wir denn da? Eine Axt? Die nehmen wir noch mit, oder? Die Axt könnten wir noch unserem Inventar hinzufügen. Drücke X, um dich... Oh, nee. Also da wollen wir das Schwert lieber haben. Dann nehmen wir dann doch lieber unser Schwert mit. So, dann wollen wir mal zu dem letzten Gralsstandort. Vielleicht haben wir Glück und da ist er. Finden wir einfach mal random den heiligen Gral. Warum nicht? So. Es scheint, als wäre der in so einer Art Anlage. Ah, ich vermute mal wieder, es wird kämpferisch. Stopp! Keiner kommt durch! Ah, ich denke aber schon. Ich will den Gral. Dann nimm dein Schwert und kämpfe wie ein Mann. Jetzt hör mir mal zu, du hast keine Arme mehr. Oh nein, jetzt kommt der Ritter von... dieser ist Pachel, nur eine Fleischwunde, kämpfe gegen mich, Feigling, oh Gott. Ritter von der Kokosnuss, ich liebe es. Den Film, den liebe ich so hart. Ah, oh, ich liebe es, Monty Python. Ah, oh, Ritter von der Kokosnuss. Das ist so gut. Oh, wage es nicht aufzustehen. Wo ist dieser verdammte Gral? Oh, ich liebe es, diese Anspielung von Ritter von der Kokosnuss ist ja so genial. Oh, nice. Also, das Spiel, perfekt. Bis jetzt, also die ganzen Anspielungen und sowas, das Spiel macht so viel nice. Ne? Ich meine, der Fehler gerade, okay. Es ist trotzdem absolut lustig. So, dann den Köcher mal nehmen. Eine 7 Munition für die Armbrust erhalten.
Was? Wo ist unsere Wache? Die liegt flach und denkt über ihr Leben nach. Gründlich. Oh je, es ist der dritte in dieser Woche. Du hast uns anscheinend auf frischer Tat ertappt. Ich bin Sir CJ von Andrea. Diese Brennerei sollte ein Geheimnis bleiben, das nur den verzweifeltsten Rittern bekannt ist. Geld könnte mein Gedächtnis löschen. Oh, toll. Du erhältst dafür sogar eine kostenlose Flasche unseres exquisiten Heiligen Grals aus der ersten Lieferung. Was ist das? Eine illegale Brennerei? Wir müssen das melden. Diese Stadtwache wird uns schließen lassen. Wir brauchen Hilfe. Wir sind zu ritterlich, um sie aufzuhalten. So, ich bin nicht zu ritterlich. Nun zurück zu diesen Verrückten. Mögen die Himmel dich segnen. Ich nehme an, du hast diese Wache davon überzeugt, ihre Suche aufzugeben. Ja, sie sind vollkommen überzeugt worden. Es tut uns so leid, dass du wegen uns so viel Ärger hattest. Hier, nimm dies als Entschädigung. Und da du unser Geheimnis kennst, kannst du gerne vorbeikommen. Wir werden auch weiterhin deine außergewöhnlichen Dienste brauchen. Nice. Zwar nur 200 Gold, okay, aber trotzdem nice. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, einmal Heilung, einmal ein Hufeisen. Das kann nicht schaden. Ich guck mal, wie lange nehme ich schon auf? Komm, eine Aufgabe für die kriegen wir noch hin. Ladyboy des Sees, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Ja, nichts gegen Ladyboys, aber in dem Spiel heißt es immer sehr abgedrehte Sachen. Diese verfluchten Franzosen, sie haben eine wettbewerbsfähige Brennerei, die einen faulen Alkohol namens Schleimwein herstellt. Was geht mich das an? Ihr Lager ist sehr sicher, aber sie laden immer Frauen der Nacht zu sich ein, diese Tiere. Eine ihrer Kurtisanen arbeitet für uns. Sie könnte die Tore für dich öffnen, damit du die Brennerei sabotieren kannst. Klingt echt dämlich und wieder sage ich, was geht? Wir zahlen 250 Gold. Nun, dann lasst uns mit der Sabotage beginnen. Na also, ich bringe dich dann zum Treffpunkt mit unserer tüchtigen jungen Dame. Okay. Also, was ist dein Anliegen? Wie bitte? Ein Haufen alberner Blaubluter, die Alkohol machen. Ich verstehe nicht ganz. Naja, du weißt, wie es ist. Weiß ich nicht. Und ich meine, lieben Freunde, wir wurden durch ein edles Unterfangen zusammengebracht, die Suche nach dem mystischen Heiligen Gral. Wir reisten viele Jahre und durchquerten viele Länder und ohne Erfolg. Schließlich kroch Verzweiflung in unseren Gedanken, bis wir etwas fanden, was weitaus wertiger ist, Alkohol. Es stellt sich heraus, dass dies ein sehr angenehmer Weg ist, um den Schmerz des Versagens zu lindern. Und dass viele Anritter auf der Suche nach dem Heiligen Gral diese Art von Medizin brauchen. Also haben wir angefangen, unseren eigenen Schnaps herzustellen, der mit der größten Sorgfalt und existenziellen Angst hergestellt wurde. Okay. Ah, so. Wann sind wir denn da? Gleich, gut. Beruhigend. Ach du Heiliger, was kommt denn jetzt auf uns zu? Oh, göttliche Frau, du bist hier, wie es meine Gefährten vorausgesagt haben. Ja, ja, schau mal, wir haben hier so eine Sache. Siehst du diesen Perversen hinter dem Felsen? Er hat meine Kleidung gestohlen und wartet jetzt darauf, dass ich aus dem See komme. Meine Güte, was für ein fauler, barbarischer Halunke. Ich werde diesen See verdammt nochmal nicht nackt verlassen. Selbstverständlich. Ich dachte, dass Nacktheit ein Teil der Stellenbeschreibung war. Klar, aber ich bin gerade nicht im Dienst. Ich habe Prinzipien. Lieber Guy, du musst dieses Monster bestrafen und die Kleider zurückholen. Ohne die Dame werden wir die Franzosen nicht infiltrieren können. Das ist so herrlich abgedreht, das Spiel. Also wirklich, ich mag es. Ich bewundere nur die Natur. Ja. Ist die schon nach... Nee, noch nicht nachgeladen? Ja, gut. Ach, Kollege. Hallo, Hände weg, du Knilch. Ich bin unschuldig. Nein. Was? Was ist jetzt los? Guy, du wirst es nicht glauben. Drei seltsam, pathetisch und autoritär aussehende Herren in roten Gewändern haben gerade unseren Agenten mitgenommen. Es war die Inquisition. Sie sagten etwas über Unzucht und Gottesekel. Warum? Oh, warum muss Gott nur so sensibel sein? Großartige Arbeit. Wie sollen wir diese Franzosen infiltrieren? Nun, du hast immer noch die Frauenkleider. Oh nein. Nein. Guy, es ist von größter Wichtigkeit. Scheiße. Nein. Wir zahlen das Doppelte.
Dreifach und du sprichst niemals ein Wort davon. Jetzt gib mir etwas Privatsphäre. Oh Gott, das wird geil. Ich hoffe, dass ich Buddy hier nicht treffe. Oh, wunderbar. So. Ah, das Spiel ist so geil. Das ist herrlich. Also wirklich herrlich. Ich liebe es. Oh, es ist so nice. Es ist einfach wirklich genial. Also bis jetzt muss ich auch sagen, es ist ja nur der Anfang, ne? Also wir haben jetzt noch nicht so viel gesehen. Kann natürlich auch sein, dass sich das Spiel noch richtig kacke entwickelt oder noch besser wird. Aber bis jetzt, also alles richtig gemacht. Ja, okay, der Bug, ja, aber wie gesagt, kann passieren. Hallo, wer ist da? Nur ein Mädchen, das ein wenig Spaß vertragen könnte. Oh, Tribier, komm, bitte komm. Wir wollen das Schwert haben. Oh, Tribier, ist es hier drin heiß oder bist du das? Ja, okay. Meine Dame, ich glaube, ich habe mich einfach verliebt. Ah. Oh. Oh, très bien, es ist hier drin, so heiß, da bist du. Ja, okay, gut. So, wir müssen Armbrust nachladen. Können wir da durch? Du dämlicher Vollidiot. So, wir müssen fliehen. Und wir brauchen unbedingt mehr Ausdauer. So, wir machen gleichzeitig hier die Sachen kaputt, würde ich sagen. Oha. So. Ja, wir machen die Sachen gleichzeitig kaputt. Und wir hatten ja da unten auch, glaube ich, sogar Heilung, aber die sehe ich jetzt gerade nicht. So, das Geld nehmen wir uns gerne mit. Ach, verdammt. Ah, da ist Heilung. Da ist etwas... Ja, etwas Heilung. Scheiße, ich glaube, die Wachen haben mich gehört. Ja, das... drei Sterne, leck mich am Arsch. Drei Sterne, Halleluja. Ja, steig aufs Pferd, verdammt. Bist du verrückt? So, wir müssen uns, da ist der Erste. Nein! Geh weg. So. Auf mein Pferd zu schlagen, was ist mit dir? So. Oh, ich komme da nicht rüber. Es steckt fest. So, jetzt aber, Kollege. Wo haben wir denn jetzt hier Pimp My Horse? Pimp My Horse ist rechts rum. Geh zurück zu den Rittern des Heiligen Grals, ohne auf dem Radar der Wachen zu sein. Okay. Also, werd die Wachen los. So, wo ist Pimp My Horse? Gott sei Dank für den privaten Sektor. Nun zu den Rittern. So, nice. Die sind doch auch ganz in der Nähe, oder? Ja, da sind sie doch schon. Zwischen den Felsen sind sie schon. Nee, warte mal. Ich bin falsch. Ich bin doof. Ja, aber komm, wir gehen unten lang. Dann decken wir doch noch ein Gebiet auf. Kann ja auch nicht schaden, ne? Das kann ja auch nicht schaden. So. Hallo, liebe Wache. Bitte lass mich in Frieden. Also der Läufer ist nice, weil der Läufer, der ist, der verliert auch kaum Ausdauer beim Rennen. Das ist schon ziemlich cool. So. Ich würde sagen, das passt dann auch für heute. Was haben wir denn da? Ach, da sind die Frauenkleider. Jetzt können wir uns also immer hier so, verkleiden. Das ist cool. Okay. Worte sind schnell gesagt, mein tapferer Krieger. Wir sind dir sehr dankbar. Du bist unser wahrer Freund. So, wie viele Skillpunkte haben wir jetzt? Wir haben 9 Stück. Das heißt, wir können mit unserem Pferd Gegenstände aufnehmen. Das ist sehr praktisch.
So, da ist die nächste Aufgabe. Das Ding ist, die möchte ich jetzt nicht direkt anfangen. Wir werden nämlich jetzt... Da unten ist ein Häuschen. Da werden wir hingehen. Vielleicht können wir es ja kaufen schon. Und dann werde ich da speichern. Ich meine, die 5000 werden wir so oder so zusammenkriegen. Ne, da gibt es ja genug Optionen immer. So. Wie viel kostet das? 500. Ausrüstung, Nahrung, Schild, Axt und Bogen kriegen wir. Komm, machen wir. Machen wir. So, und dann können wir hier speichern, ne? Speichern. Wir speichern die Rittersaison ab. Ja, ich möchte überschreiben. So, dann würde ich auch an der Stelle sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das Spiel macht mir extrem viel Spaß. Also da freue ich mich echt drauf. Ja, ich hoffe auch, dieser eine Bug, der wird der letzte bleiben oder der einzige bleiben. Ansonsten... Oh, ich sehe schon, da ist noch eine Insel zum Freischalten, eine kleinere. Nice. Ansonsten würde ich an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.